Hallo und herzlich willkommen zu Espada Bricks. Heute schauen wir uns mal nicht ein altes Set an, sondern ein etwas neueres, nämlich die Q-Man 1414. Na, ihr seht hier schon, das wird ein Mech, ich halte den mal so. Schöner großer Mech, hat aber hier 6 in 1. Das heißt, hier sind 6 kleine drin. Ne? Schauen wir mal, 6 kleine. Es leuchtet ein bisschen viel. 6 kleine. Und die werde ich jetzt mal bauen und euch dann einzeln reviewen und dann stecken wir dann zum Schluss das große live selber zusammen. Bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich bin ja Fan von Transformers und auch von Power Rangers. Das heißt quasi Mechs und Verwandlungen und Transformieren und alles mögliche interessant. Und mal schauen, ob das ein Megazord ähnlich ja Charakter wird oder nicht. Bin gespannt. Ich gebe dann gleich zum Bautisch und dann schauen wir weiter. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt auf unserem Bautisch fast, denn ich wollte doch mal was sehr, sehr Cooles zeigen. Man kann das Ding nehmen und quasi so aufklappen, dass man das hier, dass das hoch steht, als wenn es quasi so ein Aufsteller ist. Ja? Also ich könnte jetzt das hier nehmen und das hier ausdrücken. Will ich jetzt nicht. Aber dann quasi steht der hoch, also quasi hier ist quasi perforiert drumherum. Und dann steht der quasi so hoch und dann stellt man den so hin, als ob man das verkaufen möchte. Will ich ja gar nicht. Also so, es gibt auch gar keinen Sinn. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Ne? Hier sieht man nochmal diese... Es ergibt quasi keinen Sinn. Also ich will ja, wenn dann endlich Kind sein will, will ich alle haben. So, ich schaue mal eben ganz kurz die einzelnen Kartons an. Hier haben wir eine Art Triceratops. Hier haben wir quasi einen weiteren Grünsaurier. Ich bin leider im Dinosaurier-Universum echt nicht. Stegosaurus ist das hier. Wie heißt du? Coryphthosaurus. Ich kann es nicht aussprechen. Es tut mir leid. Das ist dann hier der. Das ist eher ein Brontosaurus, finde ich. Von der Machart. Die Farben sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, aber gut, so kann man das Ganze ein bisschen was auseinanderhalten. Hier ist ein T-Rex und zum Schluss ein Petrosaurus. Oder Petrosaurus, ja. Und das Interessante, was eigentlich noch hierbei liegt, ist das hier. Das ist die wichtige Anleitung nachher, um den Kollegen zusammenzubauen. Dann wollen wir erstmal gucken, ob der auch genauso hält und ob der so stehen kann. Und was viel wichtiger ist, ob der auseinanderfällt oder nicht. Wir haben bis jetzt noch keine guten Erfahrungen mit den Transformers Q-Man Bausets gemacht, mit den beiden ersten. Aber die beiden großen, die da quasi im Schrank stehen, die sind viel besser. Jetzt habe ich ein bisschen zu bauen. Ich baue die jetzt erstmal alle auf und dann zeige ich euch einzeln die ganzen Sets gleich. Und dann schauen wir uns zusammen die Transformation an. Bis gleich. So, und wie ihr seht, eine ganze Menge bunter Dinosaurier, die hier nebeneinander stehen. Also das Gute schon mal, sie stehen alle, es fällt keiner um. Einer hat ein bisschen Konstruktionsprobleme, ja, der orange Kollege hier. Alle anderen sind top, die Steine, geil, es hält alles. Es lässt sich alles gut auch verstellen von den Beinen, von den Armen, da ist nichts wabbelig, da ist nichts, fällt ab, fällt auseinander. Ist natürlich ein Kinderset, eigentlich. Also hat auch Aufkleber dabei. Die sind nicht drauf. Ich zeige euch die jetzt gleich alle mal so nacheinander, die Sets und die Aufkleber. Einige haben aufgrund von Konstruktionsproblemen wie soll ich sagen, eingeschränkte Motorik. Ja, fange ich mal mit dem Triceratops an. Bei dem ist das nämlich so. Ja, der ist schön lila, ja. Sieht von vorne auch ganz cool aus. Hat quasi hier das Maul, was er öffnen kann. Ja, seht ihr hier das Maul? Kann hier das Maul öffnen. Hat die ernste Konstruktionsschwäche. Hier der ganze Kopf hängt auf einer 4x4-Platte und ist nicht gegengekontert. Das heißt, den kann man super nach oben bewegen, den kann man auch super nach unten bewegen. Wenn man zu weit nach unten bewegt oder hier vorne zu viel Druck macht, hat man den ganzen Kopf in der Hand. Das eigentliche Problem sitzt unterhalb des Kopfes, ist dieses Gelenk. Das brauchen wir nachher für die Transformation,
führt aber dazu, dass er den Kopf nicht weiter als so runter bewegen kann. Das heißt, wie ihr hier seht, hier ist vorbei. Ja, also kann höchstens so ein bisschen gen Himmel gucken. Kann aber nie gerade nach vorne schauen. Ist ein bisschen ungünstig. Wenn jetzt der Feind von vorne kommt, dann hat sich das geklärt. Ich sehe gerade, habe ich teilweise nicht gut zusammengeguckt. Aber ansonsten hält alles, also auch hier, die ganzen Kugelgelenke, das ist ein Traum. Das ist genau das Gegenteil von dem ersten, sag ich mal, Transformer von der 3301, wo diese Gelenke einfach gar nichts halten und immer abfallen. Hier ist schön, bisschen Friktion drin, hält gut. Die Anleitung, zeige ich euch auch mal ganz kurz, ist eigentlich super einfach. Ist jetzt auch nicht super groß. Kann man gut nachbauen. Ja. Interessant ist, hier werden Sachen gebaut, hier unten, die momentan noch nicht ganz so wichtig sind. Komme ich später darauf zurück, ist nämlich für unsere Transformation. So, jetzt erstmal hier die Anleitung, legen wir eine Seite. Mit dabei zusätzlich ist eine Hand, die brauchen wir später noch. Ja, also eine Hand, die wir nutzen sollten. Und dabei ist auch, und den habe ich nicht angebracht, ein Aufkleber. Der müsste hier quasi auf den Rücken, hier auf das, auf die 4x4 Plate, die ja, glänzt. Kommt bei mir nicht drauf, gibt's nicht. So, als nächstes diesen Saurier. Ich habe noch nicht rausgefunden, was für einer ist. Ich weiß, was, also ich weiß, wie der aussieht, und gerade bei dem von der Kopfform kommt mir der bekannt vor. So einer, der so da was, ja, wogegen laufen kann. So ein Hammerkopf. Ich nenne ihn jetzt Hammerkopf-Saurier. Der Hammerkopf-Saurier hier. Schreibt in die Kommentare, was das für ein Saurier ist. Ich weiß nicht. Der hat quasi kein Problem. Der kann hier auch den Kopf so runter machen. Kann den Kopf gerade machen. Ja, kann also quasi so den langen Gang gehen. Auch hier hinten. Alles smooth. Nichts fällt ab. Alles hält. Die Arme, die Kugellager. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ja, ich finde es super. Er hat ein bisschen mit der Schwere zu kämpfen und muss ein bisschen anpassen, dass er ein bisschen höher steht, dann fällt er nicht nach vorne um. Er hat eine andere Hand dabei, ja, für die andere Seite. Wie kann man das nur erwarten? Hier Aufkleber, auch wieder auf dem Rücken, ist bei mir nicht drauf gewandert. Interessant ist, bei manchen Sets sind ja Teile über, wo man denkt, wie kann das sein? Also hier waren es eigentlich bei dem Lidern waren es so kleine Teile. Hier waren noch die Aufkleber nochmal doppelt dabei. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt irgendjemand dem Aufkleber fehlt, der wirklich damit spielen will. Dann als nächstes, auch hier, also ja, Anleitung, wie gesagt, ist immer gleich. Also man baut das Ding einmal auf. Dann wird noch das zusätzlich aufgebaut. Hier ist es nämlich was anderes zusätzlich. Das schauen wir uns gleich an. Der Stegosaurus, sehr, sehr cool mit dem angedeuteten Rücken. Finde ich richtig gut. Auch hier der Kopf, hier feste Friktion wieder. Ein Traum, man hört es, es klackt, hört nochmal hin. Es ist ein Träumchen. So, wenn ich jetzt den Kopf hier nicht rausgerissen hätte, das war mein Fehler, hat nichts mit dem Set zu tun, ist keine Konstruktionsschwäche. So, auch hier hinten die Zange, hier ist so eine orange Zange. Hier seht ihr die Zange, die hier hinten angesteckt wird. Die ist, ich würde sagen, nicht locker. Lässt sich gut bewegen, hält zumindest ihre Position, ist aber immer so vom Gefühl kurz davor, dass die Position nicht gehalten wird. Ansonsten ist hier auch wieder alles smooth sailing, alles ganz entspannt. Hier haben wir einen Standfuß, ja, den brauchen wir später auch, der auch hier diese feste Friktion hat. Also ihr hört hier diese Dinger, da muss schon eine Menge passieren, dass das nicht mehr hält. Kann man auch leicht nach vorne und nach hinten beugen, wie ihr seht hier, ja. Auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool. Aufkleber ist leider hier eine ganze Menge dabei, nämlich 8 Stück. Die müssen sollen eigentlich quasi, oder sollen hier quasi auf diese Rückenpartie draufgeklebt werden. Gibt es bei mir nicht. Dann haben wir hier den Brontosaurus. Der ist eigentlich auch ziemlich cool. Auch hier alles lässt sich gut umstellen. Nichts fällt ab, alles hält super. Das Einzige, er hat ein Bein. Was denn? Ein Bein war hier ein bisschen lockerer, meine ich, bei ihm. Ja, hier das hier. Das ist ein bisschen, das quietscht auch. Vielleicht hört ihr das. Das ist das Einzige, was ein bisschen locker. Aber nicht so locker, dass man Angst hat, das fällt gleich ab. Also es hält so gut.
Es ist nur quasi in dieser Bewegung ein bisschen locker. Alles andere hält hier super gut, super fest. Ja, wie gesagt, Farbe kann man drüber streiten. Aber sonst netter Saurier. Also man kann sich die Saurier auch so hinstellen, ohne dass man die jetzt umverwandelt. Mit dabei hat der aber solche interessanten Winkelteile hier, die so vorgesteckt sind. Und ja, da zeigt sich wieder die Stärke des Tyrannosaurus. Auch hier ein Fuß, aber diesmal in Türkis. Auch hier mit Bewegung nach vorne, hinten. Und eine Menge Aufkleber. Also drei Stück an der Zahl sollen auf den Rücken. Kommen bei mir nicht auf den Rücken. So, jetzt kommen wir zum Problemkind dieses Setes. Er steht jetzt gerade. Ich fange erstmal an hier. Aufkleber. Anleitung ist klar. Ah, ich glaube, ich bin durcheinander gekommen. Ich glaube, der hatte hier diese Winkel bei. Ja, alles zurück, der hat diese Winkel dabei, nicht der Brontosaurus. Der hat zwei Probleme. Erstens, die Arme halten echt nur bedingt, weil man setzt hier quasi dieses Teil mit dem großen Loch oben auf einen kleinen Pin. Das heißt, das klickt nicht oder so, sondern es sitzt einfach drauf, so ein bisschen. Seht ihr? Also es ist. Also quasi viel mit seinen Krallen kann er nicht machen. Problem ist, ich glaube im Spielbetrieb, wenn das ein Kind damit spielen würde, würde das hier häufig abfallen. Vielleicht kann man hier eine Einer-Noppe noch drauf tun. Ich weiß nicht, was man machen kann. Vielleicht kann man das irgendwie hier gegenkontern. Ich habe leider keine Ersatzteile bei diesem Set dabei gehabt. Das hätte man hier vielleicht noch mit ja, irgendwie schwarzen oder orangen Einer-Noppen irgendwie gegenkontern können. Das ist aber das kleinere Problem. Das größere Problem ist einfach, ihr seht den Bauch. Ja, der hat sich gerade richtig vollgeschlagen. Was aber dazu führt, dass er quasi in dieser Position noch steht. Wenn man ihn jetzt aber so ein bisschen Richtung Angriff setzen will. Ja, also irgendwie so, ich will jetzt angreifen. Dann seht ihr schon, wo der hin, der angreift, nämlich in den Sand vor sich. Also, geht nicht. Der bleibt so nicht stehen. Da kann man, ich habe jetzt so ein bisschen versucht, das irgendwie mit dem Schwanz gegen zu kontern, aber es hilft alles nichts. Man erkippt einfach, er ist einfach zu schwer. Also wenn man so hält und so spielt, geht's. Aber nicht irgendwo so stehen lassen, weil der fällt. Man kann das, ich habe das versucht, mit den Beinen ein bisschen anders abzufedern. So geht's. Sieht albern aus. Ja, also man müsste quasi ein Bein weiter vorstellen als das andere. Dann kann man es eventuell hinkriegen. Aber es ist, ja, ich finde es teilweise schwierig. Also wenn beide Beine gleich sind, kann man es vergessen. Interessant ist, dass der hier auch, der hat als einziger recht wenig Standfläche. Der steht nämlich quasi nur auf diesen beiden Plates von der Höhe, also auf zwei Plate Höhe, was auch nicht so viel Stabilität gibt. Alle anderen haben ein bisschen mehr Standfestigkeit und gerade der, der so viel Gewicht in der Mitte hat, der kippt nach vorne. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Ich glaube nicht wegen der Lichteinstrahlung. Wir haben hier dieses Teil, ja, hat eine Farbabweichung. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man sagen würde, um Gottes Willen. Als letztes. Ja, der Pezosaurier. Hier ist wieder quasi der Aufkleber. Das kommt weg. Und der hat nichts extra dabei, weil der hat das Gadget quasi schon dran. Da ist der Kopf. Aber wenn er so fliegt, fliegt er halt. Ja. Auch ganz schick. Hier diese Seitendinger halten auch eher mau. Muss man aber auch gar nicht bewegen. Deswegen ist es in Ordnung. Ansonsten hier der Flügel auch von der Bewegung sehr fest. Sehr gut, fällt nicht ab. Top. So, jetzt kommen wir zur Transformation. Jetzt wird es interessant. Wir müssen jetzt nämlich bei einigen Sets was abnehmen und einige Sets dienen und ein Set dient hier quasi als Grundlage. So, wie ihr seht, es ist eigentlich recht gut erklärt. Wir nehmen erstmal vom Triceratops hier hinten das letzte Stück ab. Ja, das Stück kommt ab. Rest vom Triceratops bleibt bestehen. Wir nehmen vom zweiten hier, machen wir genau das gleiche. Wir nehmen das letzte Stück ab. So, ist abgenommen. Fertig. Von ihm hier nehmen wir auch hinten ab. Ja, hier dieses.
Schwanzstück weg. Der Koch, ach ja, stimmt, der Kopf, der muss auch raus. Ne? Kopf weg. So, Brontosaurier. Ich sehe gerade, er hätte doch diese Dinger. Also ich nehme alles zurück. Jetzt kommen wir mal nicht aufpassen. Hätte doch diese beiden Winkel dabei. Der Brontosaurier wird auch quasi nur ganz gering auseinandergenommen. Nämlich auch hier hinten wird einfach... Ah, komm runter. Ach so. Haben wir hier das Endstück abgenommen. Und der quasi hiermit arbeiten kann. So. Jetzt kommt der Tyrannosaurus. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der so bulkig ist. Da wird jetzt erstmal alles Mögliche von abgenommen. Der wird auch erstmal komplett auseinandergelegt. Also, wir nehmen die Beine. Ich ziehe die mal so ab. Ein Bein links. Ein Bein rechts. Wir müssen die Arme abnehmen. Ja, siehst du, der fiel jetzt von selber ab. Und wir müssen jetzt den Bauch abnehmen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Bauch abnehmen. Aber auch ein Tyrannosaurus muss Diät halten. So, Bauch abgenommen. Bleibt quasi nur noch das hier über, ein langes Stück. Das bleibt noch über vom Tyrannosaurus. Jetzt müssen wir hier noch die Krallen rausnehmen. Wir gleich sehen, warum. Was interessant ist, finde ich, das habe ich gerade nicht gezeigt, aber die Krallen sind quasi in einer Lupe drin. Also man hat quasi eine Lupe, hier, das ist eine Lupe, da steckt man quasi dieses Art Fernglas drauf und da kommen die Krallen rein. Auch sehr interessant. Genau, wir müssen von den Beinen auch noch die Krallen abnehmen. Also der Tyrannosaurus hier, vielleicht ist das auch der Grund, dass der so ist, weil der musste halt komplett leiden. So. Und jetzt kommt der Witz. Er bleibt genau, wie er ist. So. Jetzt nehmen wir diesen Kollegen. Wir klappen den Kopf nach vorne um. Das auch. Jetzt nehmen wir diese Teile und stecken die hier wieder dran. Können Sie sich jetzt fragen, warum man die abnimmt. Aber gut, unten klappen wir auch um. Fertig. Jetzt kommen die Krallenteile. Die Krallenteile werden hier drauf gesteckt und der Winkel wird abgelegt. So, ich zeige euch gleich, wie weit ich jetzt bin. Also, Kopf umgeklappt, Krallenteile hier links und rechts draufgesteckt. Und jetzt zeigt sich, warum dieser hier nicht auseinandergebaut wird. Der wird einfach genommen und wird quasi hier draufgesetzt. Komm schon. So, das sollte nicht passieren, dass ihm hier der... Fällt ihm fast der Kopf ab. Hier ist unglaublich, so weil ich auch das Ding hochgedrückt habe. Ja, hier, also... Es ist alles ein bisschen eng, aber es sollte nur so halten. Jetzt kann ich den Kopf hier auch komplett ihn umklappen. Also das muss umklappen. Und der untere Teil klappt auch um. So. Hing das schon immer so seicht da dran? Das kann ich mich gar nicht daran erinnern. Egal. Zumindest, ja, die Dinger halten sowieso nicht. So. Jetzt, genau, die müssen nach hinten, die müssen nach oben und zur Seite. Ja, also dass wir quasi so eine Art Look haben, dass da irgendwie was hinten aufgebaut ist. So. Ja, es sieht jetzt so aus. Man sieht hier den leichten Mech-Einschlag sieht man schon mal. Also der Kopf ist drauf, der Kopf gefällt mir, wie gesagt, sehr gut hier. Und jetzt ist alles quasi schon so umgepackt, dass der Kollege nach hinten schaut. So, und jetzt kommen diese Verbindungsteile. Die sind nämlich dazu da, das nochmal zu fixieren. Und das finde ich sehr interessant, denn wir haben hier oben, hier haben wir quasi eine Steckverbindung und hier hinten in diesen Dingern, die sind beweglich und wie gesagt, die fallen ab, da ist quasi die Achsaufnahme. Das heißt, wir stecken den vorne rein und hinten in die Achse und damit ist das Ding fixiert. Also, es ist gegengekontert. Es ist ein Träumchen. Ja, das ist ja das Schöne. Es ist mal was gegengekontert. Ich bin immer noch sprachlos. Es ist immer noch das Gegensatz zu diesem blöden Rennwagen, wo einfach alles auseinanderfällt, weil nichts gegengekontert ist. Und hier ist wirklich mit Sinn und Verstand überlegt worden, wie konnte. So, jetzt ist das Ding so bombenfest,
Ja, da kann Lord Zed so viel drauf schießen, wie er will, passiert nichts mehr. So. Das war die erste Seite und das war meiner Meinung nach auch eher das Schwierige. Jetzt kommen quasi die Oberschenkel. Da nehmen wir jetzt einfach diese Teile mit dem Stift. Die kommen hier unten rein. Klick und drehen wir nach unten. Welcher wohin kommt, ist eigentlich ohne Aufkleber und ich glaube auch mit Aufkleber egal, weil die identisch sind beide. Klappen wir auch nach unten. Zack. So. Oberschenkel. Hat auch. Jetzt bauen wir diese Dinger noch. Jetzt brauchen wir ja noch Schultern. Jetzt haben wir diese Dinger, also quasi die Bauchteile, und stecken die hier quasi an die Seite in diese Verbindungsteile. Einmal links, einmal rechts. So. Damit der ganze Kollege auch ein bisschen wuchtiger aussieht, kommt jetzt von dem blauen sozusagen auf die eine Schulter das blaue Endteil und daneben der Kopf vom Stegosaurus. Auf der anderen Seite kommt nur das Hinterteil vom Stegosaurus. So. So draufgesetzt. Jetzt haben wir den quasi, ne, hier, Brontosaurus, Kopf vom Stegosaurus, Endteil vom Stegosaurus. Auch draufgesetzt. So. Ihr seht, wie wenig frustrierend das hier ist, oder? Es ist ein Traum. Es ist so schön. Jetzt machen wir die Schultern dran. Jetzt nehmen wir den noch vorhandenen Rest vom Stegosaurus. Triceratops. Was erzähle ich hier denn? So, vom Triceratops. Wir müssen den Kopf so weit biegen, wie geht, damit das hier gerade wird. Also wir müssen die Beine gerade machen. Ja, Beine sind jetzt gerade hier. Kopf ist komplett zurückgelegt. Jetzt haben wir hier dieses Teil zum Dranstecken. Das stecken wir jetzt einfach ganz dreist links an die Schulter, klappen das runter und jetzt klappen wir den Kopf wieder zurück. Und schon, meine Damen und Herren, nein, da ist, da habe ich die Klemmkraft des Kopfes überschätzt. Da ist, habe ich leider nur im Kopf festgehalten. Das war mein Fehler. Hat nichts mit dem Set zu tun. Ich wiederhole nochmal, das Set ist nicht betroffen. Das ist meine eigene Dummheit. Ich entschuldige mich zutiefst dafür. So, jetzt komm, gehe ich hier dran. So. Ja, wie gesagt, der Kopf vom Triceratops, das ist noch eine Schwachstelle. Da müsste man eigentlich noch eine Platte drunter bauen, damit der ein bisschen mehr Luft hat oder so. Eine Platte, die man vielleicht noch gegen konnte. So. Wie dem auch sei. So, jetzt seht ihr hier Schulter. Ja, hat jetzt hier die Schulter dran. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite meinem grünen Freund hier. Ja, den kann man jetzt hier quasi einfach so dran stecken. Sieht jetzt ein bisschen unkonventionell aus. Die Beine auch wieder nach oben klappen, sonst kommt er hier mit anderen Sachen ins Gehege. Zack. So, den Kopf. Hohe Kräfte sinnlos walten, ne? So, den Kopf kann man jetzt hier quasi so drauflegen als Schulter. Ja? Hier, Schulter. Schulter fertig. So, jetzt kommen die Beine. Auch die sind nicht so schwer, wie man denkt. Man nimmt den Brontosaurus, klemmt den. Ich drücke hier an den falschen Stellen heute. Steckt den auf der einen Seite rein. Kopf muss man flach machen und nach unten, sonst hat man Probleme. So. Auf der anderen Seite kommt der Stegosaurus rein. Ach, komm schon. Ach, komm. So, da ist der Stegosaurus drin. Auch hier kann man überlegen, wo man die Beine lässt. Wird hier empfohlen, die Beine nach oben zu machen. Jetzt auch mal mache.
bisschen besser aus. So. Der Stegosaurus. Jetzt ganz einfach in den Stegosaurus unten Fuß Nummer 1 einklinken. Den Brontosaurus Fuß Nummer 2 einklinken. So. Und man glaubt es kaum. Er steht, er fällt nicht auseinander. Eine Entspannung. Es ist so entspannt. So, diese beiden Schwanzteile braucht man nicht mehr. Die sind quasi über. Die legt man sich an eine Seite. Genauso wie die Krallen. Also ihr seht, es bleibt ganz wenig über von der Transformation. Nämlich nur das bisschen. Die Arme, also die Hände kommen jetzt hier noch dran. An die entsprechenden Stellen. So. Und fertig ist der Megasort. Und das Schöne ist, ich kann hier einfach umstellen, ohne dass groß was abfällt. Ja, hier. Schaut euch das an. Steht, wackelt, hat Luft, könnte man sagen. Da steht er. So, was hat er jetzt hier für Eigenschaften? Er kann natürlich den Arm bewegen. So ein bisschen, man muss ein bisschen, nur ein bisschen gucken hier mit den ganzen Gadgets, dass das passt. Aber er kann den Arm hier bewegen, ganz normal. Er kann hier die Hand bewegen. Ja, im Sinne von nach außen, nach innen. So, er kann den Arm auf der anderen Seite bewegen. Außer den Stegosaurus-Kopf, den lassen wir jetzt ab. Ja, so. Also da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das vernünftiger hinkriege, dass er besser hält. Und nein, nicht kleben. Kleben ist hier nicht drin. Aber irgendwas muss man sich einfallen lassen. Das ist also eins der wenigen Schwachpunkte. Ansonsten hier auch die Beine. Kann quasi nach vorne, kann auch hier im Knie, ja, also wenn man jetzt quasi so eine Art gehende Pose machen möchte, geht das auch. Ich versuche das mal so anzudeuten, ja, also er bewegt sich hier quasi nach vorne. Also, da ist Spiel drin und ich denke, als Kind kann man hier auch gut mitspielen. Also, falls ihr noch nichts für eure Kinder habt, als kleines Weihnachtsbeigabe. 15 Euro das ganze Ding hat mich das gekostet bei Johnny's World. Bisschen bunt. Aber wenn man Fan irgendwie, wie gesagt, ich glaube, das ist das nächste, wie wir an irgendein Megasort in Klemmbausteinart drankommen. Daher bin ich super zufrieden. Daumen hoch von mir. Na, da werfe ich ihn um. Daumen hoch von mir. Außer für den Triceratops-Kopf. Ich mag das Set. Es ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöner Mech, der quasi kampfbereit gegen alles, was Rita und Lord Z ihm entgegenwerfen, kämpfen kann. Also hier ist Spielspaß garantiert. Es fällt wirklich, außer den Kopf lassen wir weg. Also wenn der Kopf nicht jetzt wäre oder man das irgendwie besser kontern könnte oder irgendwie besser darstellen könnte, wäre es ein Traum, muss ich sagen. So, jetzt das Bein hier noch gerade ziehen. So. Da steht er. Voila. Ich finde ihn gut. Mir hat er gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann Dislike. Ansonsten, abonniert meinen Kanal. Denkt an die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn was Neues auf meinem Kanal kommt. Und dann werdet ihr sehen. Als nächstes gibt es dann wahrscheinlich wieder ein Classic-Set und ein paar neue Sets werde ich einbauen. Das Set kommt jetzt in mein Regal. Der Kopf, mal gucken. Und ich sage dann, erfreut euch den Klemmbausteinen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.